Hallo, Bastelfreunde da draußen und Crafty Friends. Hier ist wieder Claudia vom Plattenland. Achtung! Wir werden das Masterboard bearbeiten. So ganz weiß ich das noch nicht. Ich habe gedacht, vielleicht mache ich noch mal einen Folder. Ja, irgendwie kann er nicht immer so liegen bleiben. Und deswegen habe ich mir überlegt, machen wir einfach mal. Mal sehen. Also, oder so ein Document Holder, der würde ja auch von der. Warte. Das ist ein 30er Lineal. Ja. Könnte passen. Also einen Document Holder. Den macht man auf DIN A4 Größe. Man kann auch DIN A5. Ich denke aber, ich werde DIN A4 machen. Und zwar, ja, nehmen wir uns doch glatt mal eben ein Bogen Papier. Moment. Klauen wir uns aus dem Drucker. Brauche nicht so lange zu buddeln. Hier ist das Blatt. Ja, irgendwie so. Das ist eins von denen, die ich mit Papierklebeband gemacht habe. Ja, und dann zeichnen wir einfach mal so grob an. Also so ein bisschen mit Kante vielleicht. So. Das sind doch tatsächlich Fusseln und Flusen. Ah, nehmen wir ein bisschen mehr. Das wäre praktisch einer. Ich mach mal so ungefähr, ne? Hier so ein bisschen rüber. Ob das hinkommt, habe ich doch keine Ahnung. Ich versuche das einfach irgendwie und dann ist gut. Ne? Zettelchen, du musst da bleiben. So, ja. Wo habe ich jetzt die Markierung? Ja, Mahlzeit. Da ist was. Und da. Ich hab sie. Können wir ja mal eben gucken, ob das hinkommt. Ja, hier bin ich bei 11,5. Da kommen wir auch direkt in die Blume rein. Das ist jetzt so. Ja, mein Gott. Na, zur Not machen wir nochmal sowas, ne? Könnte ich ja nochmal machen. Habe ich jetzt lange nicht. Das irgendwie hin? Ich denke. Ja. Also sollte ich das Video tatsächlich heute noch hochgeladen bekommen. Es ist Karfreitag. Ich habe erstmal heute Nachmittag ganz dekadent Sofa gemacht. Passiert ja sehr selten. Ja, aber ich habe gedacht, warum nicht? Kannst du ja mal, ne? Kannst du ja mal. Ja, habe ich ein bisschen DVD geguckt. Mache ich selten. Mach eher andere Sachen. Ja. Aber sonst, jo. Die nächsten Tage bin ich ein bisschen verplant. Nehmen wir mal die gute Schere her. Nehmen wir mal die Gardena. Da ich mich mit meiner Familie treffe, wir gehen essen und keine Ahnung, was alles. Wir haben da so ein bisschen was vor. Nicht? So, wo sind wir denn? Da ist die Markierung. Auf geht's. Einfach mal schneiden. Ja, dann bin ich noch zu Freunden zum Grillen eingeladen. Da freue ich mich auch schon drauf. Sowas mache ich ja eher selten. Aber ich habe tatsächlich das diesmal geschafft. Ich muss Ostern nicht arbeiten. Kommt mal vor. Ja, ist alles eine Kann-Sache, ne? Ich muss nicht auf Feiertage arbeiten. Ich kann. Ja, habe ich diesmal gesagt, nö. Ich habe das schon so oft gemacht, auf Feiertage gearbeitet. Diesmal nicht. Ja. Ja, und sonst so. Mir gehen wieder viele Projekte durch den Kopf. Ich habe ganz tolle neue Kanäle, also Kanäle neu entdeckt auf YouTube. So, den haben wir schon mal rausgeschnitten. Vorsicht.
Die haben unwahrscheinlich tolle Ideen. Und ja, damit das nicht wegrutscht, ich fixiere mir das mal eben. Moment. Das ist so meine Markierung, damit das mit der Kamera passt, damit ich weiß, dass ich im Bild bin. Ja, und tolle Ideen, tolle Techniken wieder. Klasse. Da habe ich gedacht, ja. So. Geschnitten. Hier habe ich jetzt mit Muster und hier ist tatsächlich Rand. Ja, mein Gott, das ist mir doch egal. Ich würde aber sagen, wir bearbeiten das Ganze noch ein bisschen. Ich hole dir mal kurz Stempelfarbe. Geh mal beiseite. Wo sind wir denn? Da. Ach du je. Oh. Mal sehen, was das hier ist. Ja, könnte klappen. Entweder oder. Ich denke mal, ich werde das Walnut Stain nehmen. Man muss ja nicht immer Vintage-Foto. Ja, ist nur die Frage, wo ist der Wischer? Das ist der falsche. Der sieht gut aus. Dann nehmen wir doch den. Und zwar werden wir die Kanten umzuinken. Also einmal rundum. Muss man die vielleicht auch noch die Ecken abrunden. Ich glaube, das könnte gut aussehen. Moment. Wen haben wir denn da? Wir nehmen ihn hier. Wir nehmen die 7 mm. Gucken, wie das aussieht. Sonst gehe ich auf 10. Ja, vielleicht 10 ist besser, wa? Geht das überhaupt? Hallo? Das ist ja doof. Wieso geht das nicht? Hä? Hat er denn hier für ein Problem? Sonst nehme ich einen ganz anderen, wenn du doof bist hier, du Teil. Der will mich ärgern. Frechheit. Komm doch mal da raus. Mensch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Gehört das so? Ich weiß nicht. Ja. Ja, so ist ja keine Riesenecke, ne? Aber ist das der 10 mm? Ja, dann nehmen wir den. Zack. Ja, kann natürlich auch sein, dass ich hier überhaupt nicht richtig in der... wie nennt sich das noch? Nicht richtig in der... bin. Ja, es sieht aber so aus, als ob. Das ist ja doof. Wieso geht das nicht? Doch, jetzt. Ach, guck mal. Geht doch. Geht doch. Super. So, dann machen wir. Oh ja. Also Walnut Stain. Selbst gekauft. Ich werde nicht gesponsert. Falls ich das vergessen sollte zu erwähnen. Hier ist aber noch ein bisschen Kleberand. Ah. Ja, das nehmen wir erstmal so mit. Ist ja egal, ne? Ja, und dann habe ich tatsächlich überlegt, weil das ja doch unterschiedliche Höhe hat, ob ich das doch noch mit Mod Podge so ein bisschen einschmier. Aber muss ich noch mal sehen. Muss ich sehen. Ja, kann das sein, dass Mod Podge so ziemlich überall gleich teuer ist? Meins geht tatsächlich zur Neige, habe ich erstmal gesehen. Ich weiß gar nicht, weswegen da so wenig drin ist. Aber ist egal. Das habe ich jetzt ja auch schon ein bisschen länger. Jedenfalls müsste ich mal was nachkaufen. Das Blatt irritiert mich jetzt hier aber auch. Und ja, wie gesagt, ich habe das hier. Da habe ich überlegt, ob ich vielleicht mal einen anderen ausprobiere. Also nicht jetzt so stark glänzend oder so. Den mit Glitzer finde ich auch ganz witzig. Aber wann benutzt man mal Glitzer? Und dafür ist der Glitzer mir einfach zu teuer. Das geht nicht. Das, nee. Also da bin ich tatsächlich dann zu wenig mit dem Zeug am Arbeiten. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Nee, das geht nicht. Nee. Naja, aber ist nicht weiter schlimm. Wir werden sehen. Ich könnte natürlich auch mit Tacky Glue da drüber gehen, aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Nö. Wenn, dann würde ich tatsächlich mit Mod Podge machen. Oh, guck mal.
finden wir noch eine Ecke, die noch ein bisschen absteht. Ja, ganz einfach ein Klebestick hier, ne? Mal eben. Zack. Das geht ja. Nicht? Jo. Jedenfalls habe ich gedacht, ich mache mal so ein Dokument-Hole. Und da muss ich hier nochmal abschneiden, damit das schöner aussieht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und davon, hups, bleib stehen, davon ganz viel. Also das ist jetzt fast so breit wie die Schneidematte. Ja. Theoretisch. Sei doch mal ruhig, du bist doch fertig. Theoretisch ganz witzig. Ja, dann gehst du eben dahin. Geh doch woanders hin. Jetzt könnte ich hier drin natürlich noch bekleben. Da ist so die Frage mit was? Ja. Man könnte natürlich Buchseiten nehmen. Ich habe ein ganz tolles Buch wieder gefunden. Aber ob ich das tatsächlich nehme dafür, das weiß ich jetzt gar nicht. Könnte man machen. So ein Schriftenbuch. Muss ich euch zeigen. Ich muss mal kurz... Oh, komme ich nicht ran. Moment. Ich muss tatsächlich hier einmal umzulaufen um den Schreibtisch. Sonst komme ich da nicht ran. Aber so finde ich auch noch mal eben meine Nieten wieder. Und zwar habe ich das Buch von einem befreundeten Pärchen von mir bekommen. Die haben auf dem Dachboden, als sie ein Haus gekauft haben, ganz viel Kram gefunden. Also ich zeige das mal ohne das Masterboard drunter. Es sieht tatsächlich ein bisschen geflattert und sowas aus. Und das ist ziemlich dick, der Einband. So. Und das ist eine Jägerzeitung. Sonntag, den 1. April 1888. Ist das nicht genial? Also nur, damit ihr das nochmal seht. Ich versuche mal ranzukommen. Nicht so schnell, sondern etwas langsamer. Also da. Ein originelles Datum. Ja, und dann kann man hier so schön blättern und lesen. Jagdliche Plaudereien heißt das. Ja, Plauderstübchen aus Wald und Weide. Also das geht immer so ein paar Seiten so. Und dann kommen ein paar Seiten mit Annoncen von damals. Total witzig. Also, muss ich sagen. Total witzig. Also, das, ja, dann hat man hier wieder Jägerzeitung. Und wieder Texte, jagdliche Plaudereien im Frühling. Ich finde das total genial. Ja, und dann, zack, wieder Annoncen. Das geht das ganze Buch so. Und dann hat man noch diese A5 auf quer. Also eigentlich ist das eine DIN A4, die auf die Seite gelegt ist. So rum wollte ich sagen. Und dann kommt wieder Jägerzeitung. Wir sind sogar schon beim 8. April. Ja, hier sogar mit schönen Zeichnungen dabei. Ja, wo dann steht, im Winter 1884, 1885 sah ich auf dem einen Futterplatz einen Achterhirsch. Ja, den Rest kann ich nicht so wirklich lesen. Also muss ich erstmal üben. Ich finde das total toll. Klasse Buch. Vielleicht sollte ich davon was nehmen. Man kann ja nicht alles behalten, ne? Aber wenn man zum Beispiel mit Annoncen was ausschneidet und einklebt und vielleicht davon, habe ich überlegt, das wäre doch eine Idee, oder? Und dann tatsächlich in einkleben. So ein bisschen kombinieren. Also irgendwo hier hinten. Ja, ich nehme da einfach mal was raus, ne? Was steht da? Ach du Schande. Da kann ich gar nicht lesen. Wie erklärt sich die Wirkungsweise der modernen... Was? Boah, kann ich nicht lesen für Jagdbüchsen.
Weiß ich nicht. Da bin ich ein bisschen zu blöd. Ich kann alte Schrift lesen, wenn ich da länger übe und so, dann geht das wieder. Aber wenn ich da eine Zeit lang raus war, da muss man tatsächlich, oder ich muss eine andere Brille aufsetzen. Ich habe schon meine Lesebrille auf. Jetzt weiß ich. Der modernen Geschosse heißt das. Ach du je. Moderne Geschosse. Wir sind hier in Geschosse. Ach, herrlich. Irgendwie total toll. Ja, aus Wald und Weide. Interessante Beobachtung. Oh, hier haben sie sogar eine Doppelseite. Die geht ja auch, ne? Wohl zwei. Oh, wir nehmen noch hier. Was haben wir hier denn? My Lord. Brauner, echt deutscher Hühnerhund. Was? Aha. Mit sehr gutem Appell. Ausgezeichneten Apporteur. Ja. Ja, was man so damals so inseriert hat. Ich weiß ja nicht, wie man das heute macht. Da bin ich raus. Das ist auch witzig hier. Richtig schöne Anzeige mit so einem alten Fernglas. Toll. Sowas finde ich klasse. Fangen wir erstmal an. Ja, dann würde ich aber sagen, wir nehmen die Ränder weg. Und dann nehmen wir aber wieder eine andere Schere. Die geht bestimmt besser für. Das ist ja hier unten. Das so ein bisschen. Wir kürzen das irgendwie ein bisschen ein. Macht ja auch nichts, ne? Den Rest schneiden wir nachher ab, den Rand. Wenn wir das so aufkleben. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das aufklebe. Mit Tacky Glue auf Fläche oder mit dem Stick? Ich könnte das mit dem Stick versuchen, ne? Oh, gucken, ob das wird. Wir versuchen das einfach. Wie gesagt, versuchen und entweder das klappt oder es klappt nicht. Na? Das ist ganz einfach. Zur Not. Irgendwo habe ich noch einen anderen Klebestift, wenn dieser jetzt plötzlich meint, er will nicht mehr. Man weiß ja nie, ne? Ja, so. Ja, ich habe es auch noch nicht geschafft, den Schreibtisch wieder aufzuräumen. Ich habe gedacht, das schenke ich mir. Ich war jetzt gestern auch wieder beim Pferd. Ja, wenn wir hier losfahren, fing an zu nieseln. Bin ich beim Pferd. Da schüttet das aus Eimern. Also sowas Blödes. Naja, kann man sich nicht aussuchen. Wo sind wir denn? Da. Aber ist egal. Ja. Dann war ich die Tage noch im Baumarkt. Ich wollte nochmal wieder weitermachen auf meiner Auffahrt. Da muss ich noch ein paar Randsachen machen. Ja, dann haben wir mal eben so wieder ein paar hundert Kilo Steine geschleppt, weil auf den Verkaufswagen rauf, vom Verkaufswagen ins Auto und aus dem Auto auf bei der Auffahrt. Also zigmal geschleppt, zig Kilos. Ja, hatte ich mir mal wieder das Fitnessstudio gespart. Und einen Tag drauf bin ich nochmal los. Vom Bekannten. Da kann ich Pflastersteine umsonst bekommen, muss sie aber auch selbst transportieren. Also nochmal wieder ein paar Kilo geschleppt, sozusagen. Mal gucken, passt das mit dem Rand hier so ein bisschen? Ja. Ja, ich meine, stört mich nicht, dann schleppe ich das eben, das ist mir doch egal. Ne, das ist nicht so schlimm. Nur, dass ich den einen Tag denn danach noch arbeiten musste, dann war ich ein bisschen platt. Ja, aber pff, das ist mir doch egal. Echt, das ist mir wirklich egal. Das macht nichts. Muss mal eben sehen, wie ich das hier so... Was brauchen wir denn da? Oh, dann gehen wir da mal irgendwo rüber. Mal sehen, ob es klappt. Mal gucken. Ich könnte natürlich auch noch die Kanten von diesen noch alle extra inken und dann aufkleben. Könnte man. Muss man nicht. Ja? Ja, das passt. Ja, irgendwie habe ich immer wieder zu wenig Platz, aber es ist egal. Wir machen das einfach mal. Hauptsache, ich bleibe hier auf der Schneidematte und bin im Bild sozusagen. Ich muss noch mal einmal aufstehen und gucken. Ja, wir nehmen noch schön auf. Das ist gut. Wo ist eigentlich mein Licht? Da. Manchmal wandert ja so die Lampe, habe ich das Gefühl. So, kommt das hin? Die Arbeit. Nee, zur Arbeit des Schweißhundes. Was ist ein Schweißhund? Müsste ich auch mal alles nachlesen. Da habe ich überhaupt keine Ahnung von.
So, ich wollte außen ein bisschen ordentlich und in der Mitte kann man ja sehen, wie man es da am besten macht, ne? Da wollte ich das auch so ein bisschen reißen, eventuell. Jetzt fehlt mir da aber... Oder nehmen wir den. Der geht auch. Wir nehmen den. Klasse. Ja, so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt mal 4 Tage am Stück frei. Finde ich gut. Ja, dafür denn am Dienstagmorgen um 15:45 los zur Arbeit. Ja, macht nichts. Das Schöne ist, ich bin ja nach ein paar Stunden schon wieder da. Klasse. Ah, ja, das ist immer gut. Ne? Und wenn ich sage ein paar Stunden, dann sind das ein paar Stunden. Also ich bin dann 7:30 schon wieder zu Hause, kann um 8 Uhr bequem frühstücken. Nur so, falls es jemanden interessiert. Das ist tatsächlich so. Also, in meinem Job ist das so. Dafür muss ich dann aber nachmittags nochmal wieder los. Ist aber auch nicht schlimm. Aber weißt du was? Wir reißen nicht, wir machen das mit der Büttenschere. Gucken, wie das aussieht. Oh ja. Das geht, guck mal. Wunderbar. Ja. Ein bisschen hier. Also wenigstens hier die weißen Ränder ein bisschen wegnehmen. Und dann den nehmen wir auch noch mal eben weg. So. Und dann ist wieder zu wenig Platz. Wieso habe ich immer so wenig Platz? Geh doch mal darüber hier. Ihr seid mir alle im Weg. Ugh. Naja, macht nichts. Die Ränder haben wir so, wie sieht das aus, wenn wir das doch ein bisschen reißen. Ja, hier, guck mal. So, ne? Könnte klappen. Ja, dann machen wir das hier drauf. Müsste gehen. Ich habe es auch schon mal so gemacht auf diesem Papier. Und fast fertig ist mir das Papier gerissen. Ja, passiert, ne? Passiert. Ist ja auch nicht schlimm, mein Gott. Wo wolltest du jetzt hin? Mal eben sehen hier. Eben rüber. Zack, da fehlt noch was unter. So. Also ich batsch das hier auch irgendwie hin, ne? Und also nicht, dass hier jemand denkt, ich bin hier total ordentlich. Nö, das machen wir jetzt mal nicht. Kommt der hin? Kann ich hier unten irgendwo hin? Oh, ich bin tatsächlich ein Stück aus dem Bild. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. So. Also bei dem sehe ich jetzt zu, dass der ziemlich unten auf der Kante mit ist. Aber natürlich ein bisschen gerade. Nein, nicht so schief. Ja, hier ist auch die Überlegung, ob ich den von innen dann auch mit Mod Podge mache oder nicht. Muss man ja nicht, ne? So, wie sieht der aus? Wie reißt man den von der Seite am besten? Man muss ja mal nur ein bisschen gucken. Sonst hat man vom Reißen manchmal so weiße Kanten. Das wollte ich ja nicht. Das wollte ich nicht. Das war ein bisschen ordentlich, nicht so richtig. Oh, nicht so heilig auch nicht, aber pst, mir jetzt egal, komm, zack. Wir batschen hier nur ein bisschen umher. Ich brauche noch mal so eine Seite hier. Wo sind wir? Hallo? Da? Kommt was. Ja, jupp, ich habe eine. Hier. Zu verkaufen. Lord Bruno... Deutsches Vollblut Lora. Diana. Die haben hier alle Namen. Füchse. Frettchen. Die haben hier fast alles, ne? Ja. Witzig. Den crashen wir mal kurzfristig. Das lässt sich auch ganz leicht natürlich reißen, ne? Da ist jetzt nicht viel mit. Ja, jetzt habe ich doch ein paar weiße Kanten, aber das macht nichts. Dass man da so Probleme hat, mit der Hand abzureißen oder so ein extra Reißlineal, braucht man dafür nicht. Das geht ganz gut so. Weil das ja auch sehr feines Papier ist. Also von daher. Jupp.
mal eben so rüber. Ja, da ist jetzt viel eine Ecke. Wo setzen wir eine Ecke da drauf? Ne, guck mal so. Das geht. Da muss man nicht so viel Angst haben. Es ist Papier. Es ist komplett Papier. Mehr ist das nicht. Kriegen wir den noch irgendwo unter? Vielleicht ja. Mal gucken. Ja. Geht. Geht nicht, gibt's nicht. Ne? Geht nicht, gibt's nicht. Kennt ihr ja. Huch, ich hänge auch schon wieder am Kleber. Muss ich noch mal eben sehen. Können wir da noch drüber? Vielleicht. Das ist ja eh hier so die Knickmitte. Sehen, ne? Hier oben auch noch. So. Da muss gleich auch noch was hin. Da muss was hin. Jetzt habe ich hier tatsächlich doch noch wieder. Ja, klebe ich über. Kleben wir einfach über. Wo war da jetzt was? Da. Ja, den hier. Vielleicht einfach mal gucken, ne? Was machen wir jetzt hier eigentlich? So. Geht doch, oder? Ich denke, ja. So, was haben wir denn hier noch? Was Schönes? Ein bisschen Text hätte ich noch. Text wollte ich jetzt aber nicht. Ich muss mal eben so eine Verkaufsseite hier suchen. Hallo. Da ist was. Ich habe was. Mal sehen. Ausnahmsweise mal eben was trinken. Mir kratzt ein bisschen der Hals, entschuldigt. So. Was ist das denn? Den nehmen wir noch mit hier. Leipzig. Ja. Leipzig. Ne, da zischt das immer bei Leipzig. Da noch ein bisschen was drauf. Andere Seite auch. Jo. So. Das sieht gut aus. Jep. Und dann. Das könnten wir da machen. Ja, genau. Ein bisschen einknicken hier. Da. So. Ja, machen wir einfach, wa? Hier auch hin und her. Das ist aber auch so leicht. Das hält natürlich nicht ohne weiteres. Ne? Mal sehen. Zack. Da wollte ich nämlich rauf. Guck mal. Zack. Das ist gut. Den schneiden wir ab. Oh. Ja. Ja, hätte ich da jetzt irgendwie auch noch Handschuhe anziehen sollen? Nein. Das ist halt altes Papier. Ne? Die haben ja da anders gedruckt als zur heutigen Zeit. Denke ich mal, deswegen ist das. Ja, ist auch nicht von der Welt. Was haben wir hier? Zu verkaufen. Nehmen wir. Da haben wir so ein. Weiß ich auch noch nicht. Mal eben sehen. Mhm. Kann man auch da machen. Rückseite von diesem hier. Wenn wir das nicht hochkriegen, einfach mit dem Stift drauf, ne? Huch! Da kippt der doch einfach um. Will er nicht mehr arbeiten oder was? Mal eben sehen. Warte mal, nee, der soll da ja gar nicht hin. Der soll ja auch noch woanders hin. Was haben wir da denn? Das passt. Ein bisschen frisieren hier. Ja, die ganzen Schnibbel. Hm. Gehen wir beiseite. Das habe ich ja auch zigmal mit dem Klebestift drüber. Das macht ja aber auch nichts. Ne? Wie gesagt, das schneiden wir nachher die Kanten. Musste ich eventuell noch mal mit dem sonst rum, aber das macht ja nichts. So, da muss noch was rüber. Da nehmen wir noch mal. Oh, irgendwie ist das hier alles im Weg. Ich brauche einen größeren Schreibtisch. Oder einfach mal aufräumen. Könnte helfen, ne? Und dann ist ja auch nicht viel, viel mehr Platz, weil ich muss ja mal gucken, dass ich alles so ein bisschen hier
greifbar in der Nähe habe. Ne? Wäre schön, klappt nicht immer, macht nichts. So, ich würde sagen, ja, gar nicht so schlecht, oder? Gar nicht so schlecht. Hauptsache, es klebt. So, ich gucke nochmal gleich auf die Kamera. Wie ist das mit diesem hier? Dann nehme ich ein Stück kürzer. Das muss da weg. So, Moment. Jupp, die nimmt noch auf. Muss ich ja mal eben testen, ne? Nicht, dass die hier die ganze Zeit unscharf ist. Das wäre natürlich blöd. So. Aufräumen machen wir denn. Aufräumen machen wir denn. Jetzt nicht, jetzt nicht. Nein, 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 nein. So. Das ist zwar noch an manchen Stellen ein bisschen klebrig, aber wir können das trotzdem drehen. Ja, und ein bisschen schneiden, ne? Schneiden wir einfach so. Ja, und ich habe noch wieder so eine schöne Melodie im Kopf. Ich möchte echt aber nicht singen. Nicht, dass nachher einer schreit und wegläuft und das und YouTube zumacht. Muss nicht sein. Ne? So, erstmal machen wir Flächen hier und dann muss ich tatsächlich gucken. Und da muss auch noch mal was. Hier ist noch eine Ecke lose. Das ist aber die andere Seite jetzt, die Masterboard-Seite. Zack. Klebrige Finger von A bis Z, wie immer. Der muss mal dahin. Das geht mir gerade auf den Keks hier. Geh doch da hinten hin. Geh doch weg. Geh doch einfach. Oder wie er singt, dann geh doch. Da, 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 da. Ja, Howie. Howard Carpendale, ne? Dann geh doch. Ja, tschüss. Tschüss. Komm an einem Tag wieder. Oder auch nicht. Ha. Ja, ach, nun lass dich doch da vernünftig schneiden. Bäh. Ja, nee, also. Diese ganzen Schnibbel hier, die bewahre ich nicht auf, ne? Ist klar. Das mache ich nicht. Irgendwo reicht das denn mal. Hier muss ich nochmal nachkleben, das sehe ich schon. Macht aber nichts. Das macht gar nichts. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal inken. Und zwar innen. Könnte ganz gut aussehen, denke ich. Könnte ganz gut aussehen. Was ist hier los? Ah, muss ja auch noch mal ein bisschen nachkleben. Ich muss das dann noch mal gucken. Da sind bestimmt so ein paar Randstellen, so wie hier auch die Ecke. Die ist natürlich nicht richtig geklebt dann. Das macht aber nichts. Das holen wir nach. Wie gesagt, Hauptsache, wir haben erstmal große Fläche. Ich bin schon wieder aus dem Bild. Warum sagt denn keiner was? Und dann gucken wir, ne? So, hier, zack, 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 genau.